So, herzlich willkommen zu einem Video. Eröffnungen, die eindeutig unterschätzt sind, ja. Und heute der Grobs-Angriff. Deutlich unterschätzt, aber ich werde heute mal zeigen, warum das so unglaublich stark ist. Ja, man hat ziemlich guten Angriff auf dem Königsflügel. Und ja, das werde ich jetzt einfach mal zeigen. Und in diesem Format werde ich noch ein paar andere Eröffnungen spielen, die sonst nicht so oft gespielt werden, aber doch ganz in Ordnung sind. Na gut, was ist ganz in Ordnung? Der Grobsangriff ist natürlich nicht ganz in Ordnung, aber man kann ihn im Blitz immer mal auspacken, weil man im Blitz so gut wie alles spielen kann. So, ich glaube, ich spiele jetzt mal. Na gut, C4. Wenn er jetzt hier den spielt, dann mit C2 lang hoch Rade E3. Und mal gucken, was er macht. Er entwickelt sich hier fast nicht. Er zieht die ganze Zeit nur mit seinen Figuren hin und her. Und jetzt versucht er hier schon den Angriff. Aber das versuche ich natürlich auch. E3. Okay, C5. Sieht ein bisschen komisch aus. Ich glaube, ich nehme erstmal einmal hier auf D4 raus, um Turm E1 vielleicht mal zu spielen. Ich spiele jetzt mal Turm E1. Bau auf E5 hängt. Wie will er den decken? Ja, ich finde die Stellung ist äußerst angenehm. Okay, er deckt den gar nicht. Na gut. Dann nehme ich ihn weg. Bauern mehr. Bauern mehr ist Bauern mehr. Auch mal gierig sein. Gut, jetzt versucht er sich hier mit Tempo zu entwickeln. Aber gut, den guten Läufer möchte ich natürlich nicht abgeben. Das heißt, ich gehe einfach wieder zurück. Jetzt könnte er, glaube ich, ganz gut auf D2 nehmen. Aber dann nehme ich natürlich mit der Dame wieder. Und dann wird Springer B4 folgen. Worauf ich dann allerdings König B1 spiele. Deckt den Bauern auf A2, der angegriffen war. Was ich jetzt noch in näherer Zeit brauche, ist die Springerentwicklung. Und ich glaube, auf E2 steht er ziemlich gut. Greift auf jeden Fall nochmal einen Bauern an. Wo er meiner Meinung nach, glaube ich, schon wieder Probleme hat, den zu decken. Springer C6, aber den nehme ich, glaube ich, wirklich einfach raus. Gut, damit D6 ist natürlich möglich. Aber ob es so toll ist, ist die Frage. Die Idee ist wahrscheinlich, dass er jetzt einen Turm dahinter spielt und dann auf meinen schwachen Punkt auf D3 spielt. Aber ich denke, auf Turm D8 kann man ganz gut A3 spielen. Springer hat sehr wenig Felder, wahrscheinlich Springer A6, weil auf Springer C6, dann kann ich einfach rausschlagen und dann D4 spielen. Ja, genau, deshalb muss er Springer A6 spielen. Oder sollte er. Jetzt könnte ich tatsächlich sogar. Hier rausnehmen auf E6 oder auf B7. Und auf B7 nehmen ist natürlich ein bisschen stärker. Habe ich gerade eben gar nicht gesehen. Aber auf jeden Fall kann man jetzt ziemlich gut auf B7 nehmen. Turm A. Obwohl er kann den Turm auch irgendwo anders hinspielen. Und okay, B3 hängt gar nicht. Das heißt, kann er eigentlich recht entspannt doch einfach wieder zurückspielen, oder? Weil B3 hängt nicht vom Springer gedeckt, aber Springer würde gerne mehr Felder haben und nach dem Zug. Ja, muss ein bisschen aufpassen. Ein bisschen dolle. Ich glaube aber jetzt nehme ich erstmal auf E6 und spiele D4. Gut, er muss mit dem Bauern wieder nehmen, weil natürlich der Turm da auch drauf war. Und ja, die Frage ist halt, was mache ich nach Dame Springer schlägt B3? Springer schlägt B3 ist halt richtig unangenehm. Ich glaube, ich spiele B4. Ich glaube, jetzt habe ich das Ganze ein bisschen oder ziemlich schlecht gespielt weiter. Aber ich denke, ich sollte immer noch gewinnen.
Ich weiß gar nicht, wie viele Bauern habe ich mehr. Zwei Bauern. Jetzt nur noch. Alle. Ja, zwei Bauern. Eben hatte ich drei mehr. Aber der D3 war natürlich richtig schwach. Gut, ich denke jetzt auf jeden Fall erstmal B5, weil der war angegriffen. Jetzt kann er zwar auf B2 nehmen, aber wenn er auf B2 nimmt, nehme ich auf D6 zwischen. Turm schlägt und dann kann ich den König wieder nehmen. Da hätte er Turm B2 gehabt. Aber na gut, hat er auch nicht gemacht zum Glück. Okay, Damen tauschen mit zwei Bauern mehr kann nicht falsch sein. Besonders wenn darauf Läufer E5 folgt. Und Material gewinnt. Ja, ich muss sagen, G4 kann man in Blitzpartien auf jeden Fall spielen. G4. Ja, Deutsch kann man in Blitzpartien auch verwenden. Ja, G4 kann man auf jeden Fall spielen in Blitzpartien. So wollte ich das sagen. Ich rede mich hier gerade um Kopf und Kragen. Gut. Bleiben wir also beim Schach. Wollte ich ja eigentlich auch bleiben, ja. Die Öffnung ist auf jeden Fall ziemlich gut spielbar. In Blitz. Wie man hier sieht, total gewonnene Stellung. Muss jetzt nur aufpassen wegen Springer C3. Und ja, der Läufer auf G2 hat ziemlich gute Arbeit geleistet. Und ist natürlich auch etwas der Läufer auf G2 durch G4 nach G2 gekommen. Okay, er geht dorthin. Dann gehen wir jetzt mal auf D7 in den Schach. Okay, und wenn er den schlägt, dann bringen wir uns einen anderen Turm ins Spiel. Zur Not können wir jetzt auch, wir drohen jetzt glaube ich Läufer F3. Außer er greift den an. Dann drohen wir nicht Läufer D3, weil unser Turm hängt. Turm D8. Ne, ich glaube, ich mache lieber mal Turm C7. Greife den Springer gleich wieder an. Und dann Läufer F3. Oder Läufer, ich glaube Läufer G3 gar, Läufer F3 gar nicht, sondern lieber den hier wollte ich eigentlich spielen. Aber er findet hier noch einen Zug. Aber irgendwie überzeugt mich das auch nicht richtig. Und zieht er, ich glaube, ich ziehe einfach meinen Läufer weg. Läufer F3, meinen Läufer möchte ich eigentlich noch behalten. Springer hängt immer noch. Springer A4. Oh, ich hätte, glaube ich, gerade einfach Läufer C6 spielen können und gewinnen können. Läufer C6, König F8 und Matt. Na gut, mache ich im nächsten. Rennt ja nicht weg, ne? Ja gut, ich glaube, das hatte ich jetzt schon ein paar Züge, ne? Schach, zack, zack, zack. Na gut, erst jetzt, ja. Hätte ich es machen können. Na gut, Läufer C6 Schach und Turm D8 Matt. Er kann, muss wahrscheinlich jetzt hier rausschlagen. Viel mehr bleibt ihm hier gar nicht übrig. Und ja, den nehme ich mit dem Turm wieder. Schon zwei Qualitäten mehr. Und es droht mehr zu werden nach König B3. So, König B3. Springer hat auch keine Felder mehr. Zack. Wir nehmen alles mit. Jo, und jetzt, zack. Mein Bauer ist ein bisschen schneller. Mit dem Durchrennen. Und das sollte es dann auch gewesen sein. Na gut, er opfert jetzt noch ein bisschen Material. Aber na gut, das wird ihm auch nicht weiterhelfen. Denn da habe ich eine neue Dame. Und das ist matt. Ja. Eindeutig gesehen, G4 ist im Blitzpartien spielbar, ja. Viele Tricks. Ja, G4, D5, mal gucken. Wenn man. Oh, voilà. Ach, kann ich gar nicht Analyse. Wenn er hier rausnimmt, dann ist C4 ganz gut möglich. Mit gutem Spiel für Weiß. Das heißt, man muss hier auch noch nicht H3 spielen. Er macht hier H6, damit er Springer nach dort kann. Gut, und da macht man H3, ja. Ja, bin recht zufrieden mit dem Partieverlauf. Auch wenn der Gegner wahrscheinlich nicht die besten Züge gespielt hat. Aber es ist auf jeden Fall spielbar. Ja. Gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen.
Vielleicht probiert ihr ja auch mal G4 in euren Blitzpartien aus. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Spielt lieber was Normales und überlasst mir erstens G4 zu spielen. Ja, und wir sehen uns bei der nächsten komischen Eröffnung.